Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Seid herzlich willkommen auf meinem Kanal. Für die neuen Zuschauer, ich bin übrigens Franzen. Franzens MK2 Tuning. Wir bauen heute, oder ich baue heute den Tacho für Jans Golf um. Dieser Tacho hat ja schon die Anzeige bis 220 km/h. Ich möchte dort aber wieder schwarze Tachoscheiben reinmachen und der Tacho geht dann auch bis 240. Jetzt baue ich den erstmal schnell aus hier und dann sehen wir weiter, würde ich sagen. Also, bis gleich. Ich werde jetzt den Tacho erstmal auseinanderbauen. Nicht wundern, hier hat jemand LEDs reingelötet, was auch gar nicht so schlecht gemacht ist. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Hier sind 1, 2, 3 Stück. Die sind aber sehr hell. Ich wollte mal gucken, ob ich die noch ein bisschen abdunkeln kann. Die sind auf jeden Fall rot. Nur wenn ihr hier das Licht anmacht, dann ist das Ding ja einfach nur ein Rotlichtviertel. Müssen Sie an. Och nee. Was will der überhaupt von mir, Alter? Ja, das wollen wir natürlich nicht. Soll ja dezent gut aussehen. Ich mache jetzt erstmal die Schrauben hier alle raus und versuche den auseinanderzubauen. Leider hat da halt schon jemand dran rumgefummelt und ich hoffe, dass das ohne Probleme funktioniert. So sieht das jetzt geöffnet aus. Ich kann das Gehäuse leider nicht abnehmen, da die Folie mit den Leitern da hinten festgeklebt ist. Und ich habe auch gesehen, dass das eigentlich Plasmascheiben sind. Also die hier ist eh schon locker. Und hier ist eigentlich der Anschluss fürs Kabel. Also normalerweise leuchten die selber. Ich versuche jetzt erstmal irgendwie hier diese weißen Scheiben runter zu bekommen. Die scheinen nicht wirklich fest zu sein. Und dann zeige ich euch die neuen Scheiben. Also meine selbst gebauten Tachoscheiben. Bei der KMH-Anzeige ist es wichtig, dass ihr die Nadel über diesen Stift macht. So. Denn das ist die Nullstellung. Also ihr müsst ja am Schluss die Nadel wieder genauso draufstecken, wie sie vorher drauf war. Und dann müsst ihr im Prinzip, wenn die Nadel wieder drauf ist, die am Schluss wieder hier drüber machen. Sonst stimmt logischerweise die KMH-Anzeige nicht. Angeklebt. Also normalerweise geht es mit der Gabel relativ gut. Einfach abgebrochen. Ja, die war schon geklebt. Wollte gerade sagen, die brechen nicht ab. Die wollen jetzt verarschen hier, Alter. Nee, die waren noch nicht geklebt. Wie schade. Im Prinzip muss jetzt die Tachoscheibe nur hier draufgeklebt werden. Also ich werde jetzt hier erstmal alles soweit fertig machen.
Und dann zeige ich euch das Endergebnis. Die erste Runde ist durch. Ich habe jetzt hier ein paar Nüsse draufgelegt als Gewicht, damit es erstmal ordentlich in Ruhe trocknen kann. Und dann mache ich die Seite. Also ich denke, das kann sich sehen lassen. Ist jetzt hier natürlich nicht hochprofessionell. Aber definitiv besser als vorher. Hier müsst ihr halt wirklich darauf achten, dass die Nullstellung hier unten an der Spitze ist. Drehzahlmesser hatte ich mir hier eine Markierung gemacht. Das passt auch. Also theoretisch sollte alles passen. Die Nadeln habe ich jetzt rot gelassen. Die sind halt nicht in so einem tollen Zustand, um die jetzt irgendwie andersfarbig zu machen oder so. Ich denke, das ist soweit okay. Ja, wie gesagt, jetzt einmal alles zusammenbauen. Hoffen, dass es alles passt und dass es am Schluss auch schick aussieht. Lasst an der Stelle schon mal Likey-Like da. Ist natürlich echt kacke, wenn man den nicht richtig aufmachen kann. Normalerweise geht ja das hier abzumachen. Da hier aber jemand rumgeschweißt hat, kriege ich diese Platine hier nicht ab. Sonst könntet ihr das richtig komplett abheben. So ist natürlich das ganz schönes Gefrickle hier. Gefrickle, aber es ist drin. Ich hoffe, es ist alles ganz geblieben. Sieht bis jetzt gut aus. Ich hänge übrigens schon tagelang an dem Ding. Ich habe mir eine Scheibe zerwichst. Die war einfach kaputt. Deswegen musste ich die nochmal rausmachen und nochmal kleben. Eine andere Nadel hatte ich auch nicht. Die Nadel ist auch geklebt. Sieht aber super aus. Naja, was soll ich sagen? Es hat 0 Euro gekostet, also, und Jan kann sich ja immer noch irgendwann einen anderen Tacho besorgen oder so, der ist eh schon ganz schön gerockt. Ich habe jetzt auch die 3 LEDs abgedunkelt in grün, mal schauen, also für einen Anfang reicht es auf jeden Fall, das sieht 1000 Mal besser aus als in weiß. Er muss funktionieren, also wenn er funktioniert, er geht bis 240 km/h, ich sage mal, da ist erstmal auf jeden Fall alles schick. Kann natürlich auch gut möglich sein, dass der Tacho es jetzt nicht überlebt hat. Also ich habe den ganz schön drangsaliert, weil es halt echt beschissen ging. Dadurch, dass ich den noch aufklappen konnte, könnte halt auch sein, dass die Leiterplatte jetzt irgendwo im Arsch ist. Normalerweise putze ich den Tacho dann auch von innen und schaue, dass kein Staub drin ist oder so. Aber da habe ich halt auch einfach 2 Teile in der Hand. Die Scheibe von außen kann man nochmal polieren, dann sieht es auf jeden Fall schicker aus. Aber ich denke, das Endergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also im Gegensatz zu vorher ist es auf jeden Fall ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und man darf nicht vergessen, es hat mich keinen Cent gekostet. Und Jan hat einen ordentlichen Tacho. Also ich kann euch leider nicht zeigen, ob er funktioniert oder nicht. Aber das seht ihr ja dann irgendwann bei irgendeinem Teil von Jans Golf. Jetzt schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Low-Budget-Tacho haltet. Klar, es ist hier kein Meisterwerk. Also mir ist bewusst, wenn ich Geld ausgegeben hätte, würde der Tacho vielleicht anders aussehen. Das würde ich auch machen. Mit einem Tacho, wo es sich lohnt. Aber ich weiß nicht, ob der richtig funktioniert. Und das Ding ist auf jeden Fall gerockt. Und im Prinzip geht es ja erstmal darum, dass das Ding dann am Schluss TÜV bekommt. Also dass Jans Golf TÜV bekommt. Und wir brauchen ein Tacho bis mindestens 220. Und ich wollte jetzt keine 100 Euro ausgeben. Also schreibt eure Meinung rein. Bleibt fair. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis später.